Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu diesem neuen Video und schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. In dem heutigen Video geht es um das Thema Anti-Aging, also um das Thema Faltenbekämpfung, straffere Haut bekommen und das alles mit einem ganz, ganz besonderen, wenn auch sehr nischigen und für diesen Kanal hier garantiert sehr untypischen Gerät, nämlich es geht um das Panasonic Advanced RF Facial Device. Und das RF in RF Facial Device steht für Radiofrequenz, denn dieses Produkt hier verspricht mit Ultraschall- und Radiowellentechnologie die Haut nachhaltig straffer zu machen, erste Anzeichen von Hautalterung wie Falten zu bekämpfen und zu minimieren und im Gesamten die Haut besser mit Feuchtigkeit zu versorgen, straffer zu machen, praller zu machen und für ein besseres Hautbild zu sorgen. Und auch wenn das sehr, sehr starke Claims sind, hat der Technik-Fan in mir bei der Pressemeldung Hurra geschrien und ich habe Panasonic gesagt, komm, gib mal her, ich teste das Ganze und in diesem Video würde ich euch gerne erzählen, was das Produkt kann und was es für mich persönlich bewirkt hat. Zunächst mal aber ein paar Rahmendaten, denn dieses Gerät hier geht für eine Investition von 499 Euro über den Tisch, was nicht gerade wenig ist und dafür bekommt ihr das Gerät selber, ein Ladekabel, einen Standfuß und eine Tube leitendes Gel, was für die Funktionsweise von dem Gerät von fundamentaler Bedeutung ist, denn jeder, der schon mal beim Arzt war und einen Ultraschall hat machen lassen, der weiß, dass man so ein Kontaktgel braucht, damit die Wellen richtig in die Haut und den Körper eindringen können. Darüber hinaus bekommt ihr auch noch eine kurze Anleitung, die euch die Funktionsweise von dem Gerät in schneller und übersichtlicher Weise verdeutlicht. Also ganz konkret, wie lange ihr welche Zonen vom Gesicht mit welcher Funktion von dem Gerät bedienen müsst, damit ihr den gewünschten Effekt bekommt. Von der Verarbeitung her macht das Facial Device einen hochwertigen Eindruck. Nichts rappelt und es ist hergestellt in Japan, was eigentlich immer ein gutes Zeichen ist. Und dafür, dass es so ein ungewöhnliches Gerät ist, also nicht wie eine Zahnbürste oder ein Rasierapparat, was jeder bedienen kann, hat es für mich ab der ersten Anwendung an problemlos funktioniert und mit der Anleitung war das Ganze gar kein Problem. Wie im Intro schon erwähnt, produziert das Facial Device Ultraschall- und Radiofrequenzwellen, die dann in die Hautschichten eindringen und dagegen die zwei Hauptanzeichen von Hautalterung ankämpfen. Auf der einen Seite hast du die Radiowellen, die regen die Haut dazu an, Kollagen zu produzieren. Kollagene sind die wichtigste Proteingruppe für Haut und Haare und sind vor allen Dingen eben wichtig für das Bindegewebe. Im Alter nimmt die Kollagenproduktion der Haut ab, wodurch dann Falten entstehen. Und auf der anderen Seite sind dann eben noch die Ultraschallwellen, die dafür sorgen, dass die Haut massiert wird und dadurch eben die Feuchtigkeitsversorgung der Haut verbessert wird, was auch etwas ist, was im Alter zunehmend schwieriger wird. Für die einzelnen Regionen vom Gesicht könnt ihr euch das dann separat ein- oder ausschalten. Die Stirnregion sollte nur mit Radiowellen behandelt werden und die restlichen Regionen außerdem noch zusätzlich mit Ultraschall. Und man merkt eigentlich nicht besonders viel während der Anwendung. Ich fand, dass es ein kleines bisschen geprickelt hat und dass sich im Radiofrequenzmodus diese Fläche, mit der ich dann das Gesicht abgefahren bin, erhitzt hat. Und wenn der Ultraschallmodus noch zusätzlich angeschaltet war, hat das Ganze ein bisschen vibriert. Bis auf diese beiden Sachen habe ich eigentlich nicht besonders viel gemerkt, dass sich da irgendwas tut. Ja? Also es ist jetzt nicht so, als würde das an der Haut saugen oder sonst irgendwas, sondern es erhitzt sich ein bisschen und es vibriert etwas und prickelt ein bisschen. Und ansonsten war es das eigentlich. Was die Ergebnisse von dem Facial Device angeht, bin ich auch ehrlich gesagt ein bisschen überrascht gewesen, denn ich bin natürlich nicht die Hauptzielgruppe von diesem Produkt. Also abgesehen davon, dass ich ein Mann bin und wir wahrscheinlich tendenziell uns weniger Sorgen um Falten und dergleichen machen, bin ich auch noch nicht wirklich in dem Alter, wo schwere Falten ins Spiel kommen. Aber dennoch kann ich sagen, dass nach der ersten Anwendung schon die Haut deutlich straffer war. Also nachdem ich das Ultraschallgel abgewaschen hatte und meinen Moisturizer aufgetragen habe, war die Haut schon deutlich straffer und hat sich viel, viel fester angefühlt. Und dass dieser Effekt auch über die nächsten Tage dann so geblieben ist. Ich habe das Produkt ungefähr zweimal pro Woche angewendet. Nicht in jeder der 8 Wochen, die ich es jetzt habe, sondern manchmal auch nur einmal. Auch über diesen Zeitraum habe ich dann gemerkt, dass meine Haut deutlich fester ist und auch so bleibt, wenn ich das Produkt nur einmal die Woche anwende. Und das deckt sich mit den Rezensionen auf der Panasonic-Seite, wo die Leute auch grundsätzlich sehr zufrieden damit sind. Und ich fand es eben sehr spannend, das auch für mich mal selber auszuprobieren. Denn anscheinend findet man diese Art Geräte sonst nur in professionellen Spas.
das war soweit mein kurzer Einblick in das Panasonic Facial Device. Ich bin ein großer Fan von Panasonic, habe schon einige Produktkategorien von denen getestet und mit jedem Produkt zeigt sich eigentlich, dass die Marke schon Qualität gibt für den Preis, den man bezahlt. Dieses Gerät ist da zum Glück keine Ausnahme und falls ihr euch das Ganze mal anschauen wollt, werde ich euch das natürlich in der Beschreibung verlinken. Ansonsten, wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt und ihr sonst eher den üblichen Content auf diesem Kanal schaut, dann dürft ihr euch freuen, denn im Januar wird noch ein Video zu dem Panasonic Bartrimmer ERGB53 online kommen, was definitiv auch ein sehr cooles Gerät ist. Kann ich euch schon mal so ein kleines bisschen spoilern. Aber mit der vollen Rezension müsst ihr euch noch bis Januar gedulden. Ansonsten bedanke ich mich aber an dieser Stelle bei euch fürs Zuschauen. Lasst diesem Video einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Abonniert den Kanal, wenn ihr ihn noch nicht kennt. Und ansonsten wünsche ich euch ja noch einen schönen Tag und wir sehen uns gerne im nächsten Video wieder. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Bis dann, euer Kai.